Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Studio Winter. Ich bin der Kumpel und ich stehe hier noch in Kronks Original Minecraft Let's Play Welt. Da habe ich euch das letzte Mal gezeigt, wie man die mit der Alpha generieren kann. Nur die Alpha Welt, die kann man gar nicht benutzen mit der aktuellen Minecraft Version. Da gibt es einen Trick, wie man es dennoch kann. Ihr seht das hier. Wir sind jetzt hier top aktuell. Witzigerweise haben wir uns hier scheinbar das Eisbiom erspart, weil das ist nicht gekommen bei mir, was ich eigentlich ganz cool finde. Und jetzt kann ich auch rennen und ich kann jetzt auch, warte mal, kann ich eigentlich den Game Mode wechseln? Wahrscheinlich nicht. Nein, so einfach macht das mir nicht. Und wir setzen das mal gerade auf kreativ um und jetzt wechseln wir den Game Mode. Und jetzt können wir hier einfach auch rumfliegen und können uns ein bisschen Zeit sparen. Und ihr seht, es ist die Welt, sie wurde jetzt konvertiert und sieht jetzt gerade ziemlich grell aus mit Chroma und mit Better Foliage und so weiter und den Alpha-Bäumen, die so gar nicht darauf klarkommen. Aber tatsächlich passiert genau das und sie wird ein bisschen anders scheinbar konvertiert. Ich bin mir nicht sicher, aber sie wird konvertiert. Und wie das funktioniert mit dem Konvertieren, das zeige ich euch jetzt. Dazu müssen wir hier erstmal wieder raus. Weil, wenn wir hier in den Singleplayer gehen, ihr seht, wir haben hier, ja, wir haben es nicht. Ne? Wir haben unsere Welt 4 aus dem letzten Video nicht und deshalb wird es jetzt mal kurz schwarz. Und ich gehe wieder in Minecraft rein und wähle mir jetzt, warte mal, ich mache mal gerade die Bildschirmaufnahme an. Zack, dann seht ihr, was ich tue. Wir brauchen als allererstes, brauchen wir die Beta. Und zwar eine bestimmte Beta, nämlich die Beta 1301. Das ist die, die... Moment, so, das starten wir mal. So, das ist die, die jetzt die alte Version in das MCR-Format, was danach kam, formatiert. So, das machen wir jetzt. Wir gehen hin. Ihr seht World 4, das war unsere Welt, ihr erinnert euch vielleicht. Die muss konvertiert werden. Und das machen wir jetzt. Wir konvertieren sie. Scavolos McRetchen. So, Retchen. So, jetzt sind wir in der Beta-Version drin. Die können wir jetzt immer noch nicht mit Minecraft spielen. Wartet mal, ich bin da oben nicht ganz glücklich mit. Ich muss mal kurz... Mal... Kann ich... Bitte... Kann ich mal... Warte... Er möchte nicht beides gleichzeitig verschieben, also muss ich mir meinen Rahmen glauen und mich hinterherziehen. Entschuldigung. Ja, ich mache das ja, wie gesagt, hier gerade im Stil eines Livestreams. So, supi. Jetzt hänge ich da drüben und ihr seht da oben die Beta-Version. Back to Game. Und wir sind halt in der Welt und es hat auch alles soweit funktioniert. Ihr seht auch schon, die Bäume sind schon ziemlich alpha-mäßig so komisch zerwurzelt, aber hey, sie sind da. Ne? Und das haben wir also schon mal geschafft. Aber wir sind nicht fertig. Wir sind definitiv nicht fertig, sondern es geht weiter. Hallo Luzi. Wir brauchen wieder die Version von, jetzt guckt sie mich da ganz frech an, hast du das gesehen? Von Minecraft, die den heutigen Map Generator benutzt. Und das ist die Minecraft 1.2.1. Gut, dass man die hier alle in den Profilen euch, könnt ihr euch die anlegen, ne? Da könnt ihr das raussuchen. Also ihr braucht, um jetzt zum Beispiel Kronks Let's Play Welt zu erstellen, braucht ihr die Alpha 1.1.2.01, glaube ich. Guckt ins letzte Video. Dann braucht ihr für die erste Konvertierung braucht ihr die Beta 1.3.01 und dann braucht ihr für die letzte Konvertierung die 1, also die richtige Minecraft-Version 1.2.1. Die müsst ihr euch dann immer auswählen und dann könnt ihr die dann hier vorne spielen. Ne? Die ist dann hier in der Liste drin und ihr könnt die spielen und wir spielen die jetzt. Und dabei spielen wir ja eigentlich gar nicht richtig. So, da ist sie schon. Und wir sagen hier wieder, must be converted. Na gut, konvertieren wir. Jetzt wird die Welt zu Unreal, zu dem jetzigen Map Generator, rübergezogen. Und das Ganze sieht dann so aus. Achso, ich habe wieder kein Optifine, logischerweise. Ich wollte gerade mal zoomen. Wir warten mal kurz. Berg, kommst du? Da ist Berg. Wir können leider jetzt auch nicht fliegen oder so, aber hey, da ist Berg. Gut. So, jetzt tun wir wieder das ganze Ding verlassen. Ich nehme jetzt hier die ganze Zeit den Bildschirm auf und Minecraft ist voll unlogisch, aber es funktioniert ja so ganz gut. Und wir gehen wieder nach Minecraft rein.
Und nach Minecraft, das ist vor allem eine schöne Aussage, ne? Wir gehen nach Minecraft rein. Es geht jetzt also nicht nur um Kronkswelt, das ist ganz klar. Das ist unsere Beispielwelt dafür. Sondern es geht darum, wie ich mir alte Welten, wenn ich da welche habe, die ich gerne nochmal sehen will, die ich spielen will, wie ich die denn nochmal wieder sehen kann. Das ist eigentlich der Grund für diese Videos. Und dann nehme ich mir meine Minecraft-Version, die ich benutze, mit der ich spiele, mit der 1.12 Forge. Und dann startet das wieder. Sei doch nicht so, guck doch nicht so frech. Ich guck so frech. Ach, habt ihr ja schon bei Instagram gesehen, das Bild. Ja, wo ist es denn jetzt? Aha, da kommt's. Ja gut, naturgemäß gemoddet, bla bla bla, Schwätz, ne? Man kann währenddessen auch WhatsApp-Nachrichten schreiben und, bis Minecraft oben ist, dauert. So, ich habe jetzt natürlich hier, bin ich jetzt wieder so nackig, ne? Also das setzt dir, wenn du mit den Alphas und Beta arbeitest, setzt dir Minecraft immer komplett zurück. Soll uns jetzt nicht so tangieren, aber ihr seht, Welt 4, Version Unknown, aber Welt 1 ist schon 1.12. Und jetzt gehen wir auf Version Unknown von Welt 4. Die kriegen wir mit der Alpha nicht mehr auf, nebenbei bemerkt, ne? Nicht, dass du jetzt glaubst, du kannst sie mit der Alpha nochmal aufmachen. So, und jetzt sind wir, dadam, in der Welt von Kronk mit der Minecraft 1.12. Und wir haben immer noch unser Gedöns von den letzten Versionen im Inventar. Und jetzt schauen wir uns das doch mal kurz mal an. Wir können jetzt hier wunderbar rumfliegen. Also, das ist jetzt gar kein Thema mehr. Und ja, was jetzt spannend ist im Grunde, nicht so sehr hier wieder der Glo Gottes, sondern Kronk ist doch damals im Let's Play, der hat ja vorne eine Fackel gesetzt und dann ist er rübergeflogen zu seiner Messerschnittküste. Und die haben wir jetzt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise oder vielleicht auch nicht. Und wenn wir sie haben, das werden wir gleich sehen, ja, wir haben sie, wird aber dahinter das Biom völlig anders sein, als das bei Kronk der Fall war. Ganz einfach, huch, jetzt habe ich mich hier irgendwie verhappelt, ganz einfach, weil dieser Teil hier dieser Welt jetzt mit Minecraft 1.12 erzeugt wurde und nicht mit der Version, die da jetzt im originalen Minecraft Let's Play von Kronk verwendet wurde. Ich fliege hier nochmal ein kleines Stück. Einfach mal einen Blick zu werfen, ob wir hier irgendwas typisches Minecraft 1.12iges finden. Aber das wohl eher nicht. So ein kleines Stück geflogen. Naja, gut. Wir fliegen wieder zurück, auch wenn das interessant ist. Ein bisschen zumindest. Aber wir haben hier jetzt eine Welt, die wir so nicht... Oh, guck mal, da ist ein Dorf. Und an dem Dorf können wir das schon festmachen. Tatsächlich, das ist ja praktisch. Weil zum einen, wir haben ein Dorf. Das gab es, glaube ich, weiß ich nicht, ab wann das es gibt. Wir haben ein Dorf und es ist ein Dorf mit Wegen. Ne? Also du hast hier diese typischen Wege, die es vorher ja nicht wirklich gab. Und insofern eine coole Sache. Waren das Wölfe? Ja, das sind Wölfe. Da wird sich aber einer über seine Hundis freuen. Sehr cool. Gut, das wollte ich jetzt an der Stelle mal zeigen. Wir fliegen wieder zurück. Da irgendwie auf der Karte habe ich was gesehen, wo wir ungefähr lang müssen. Und was auch ganz spannend ist, weil die Messerschnittküste, die ist ja tatsächlich hier auch, ne? Die sieht aber hier natürlich dann auch völlig anders aus, als das bei Kronk in seinem Let's Play der Fall war. Und das ist auch interessant hier, mit dem Schnee da vorne dran. Hier haben wir fiese Schattenbugs. Also ganz kriegt er die Versionswechsel nicht gebacken, aber er kriegt sie gebackt. Das war ein interessanter Bug, er hat ihn vergrößert. Aha. Er kriegt es dann irgendwie berechnet, wenn man da einen Block setzt. Aber hier haben wir auch diese Küste und wir haben halt da einen Birkenwald drauf. Den hatte Kronk definitiv nicht. Den gab es, glaube ich, zu der Zeit, als dieses Biom dahinter erzeugt wurde, gab es noch gar keine Birken. Das ist so der letzte. Der Schatten ist echt der letzte Beweis. Und dann fängt hier ein Sumpf an. Da seht ihr auch hier ganz deutlich, soweit waren wir jetzt mit unserer Geschichte. Soweit ist Alpha. Und dahinter fängt dann die Welt von der 1.12 in unserem Fall an. Die hat also mit Kronks Welt gar nichts zu tun. Wir haben jetzt hier auch das Pech, wie ich gerade sehe, dass wir den Andreas Elsholz Gedächtnisstrand nicht haben. Der ist, soweit waren wir irgendwie nicht gekommen. Aber ansonsten sieht man hier die Map-Erstellung durch die Alpha. Man sieht hier den Spawn von Kronk. Da, die Insel. Und, Entschuldigung. Und ja, das ist halt seine Welt. Und die kann man sich auf die Art und Weise durchaus zum gewissen Grade in das moderne Minecraft rüberholen. Und dann bebauen, wie man Lust hat. Was sicherlich für den einen oder anderen vielleicht auch eine ganz spaßige Geschichte sein könnte. Gut. Das war's dann an dieser Stelle von mir.
Was jetzt hier fehlt, und das fällt euch sicherlich auf, ist die Webcam. Das liegt aber daran, dass OBS die Aufnahme komplett verkackt hat und ich deshalb improvisieren musste. Das heißt, ich musste das schneiden und neu aufnehmen und ich habe dann darauf verzichtet, OBS zu benutzen, sondern habe das jetzt eben mit dem klassischen und normalen Fraps gemacht und dann auch entsprechend ohne Webcam, weil irgendwie war einfach zu viel offen und OBS irgendwie, ja, der Rechner hat auch irgendwie gerade eine kleine Macke, die muss ich irgendwie noch ausfindig machen. Ich schätze, der RAM verabschiedet sich. Mein Eindruck. Gut, das war's von mir. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kumpel aus dem Studio Winter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.